Hallo meine Püppchen und willkommen zum dritten Versuch von Megaconstrux Barbie in die Klemmbausteinwelt zu bringen. Wir hatten Megaconstrux Barbie, wir hatten Barbie mit Megaconstrux, jetzt haben wir Mega Barbie. Ja, komischerweise hier nichts von Megaconstrux, Mega Blocks oder sonst was drauf, sondern einfach nur Mega und dann Barbie. Und Building Sets, also fällt irgendwie komplett aus der Welt von Megaconstrux-Blocks. Was man auch an den Figuren an ihrem, wobei Megaconstrux hat immer diverseste unterschiedliche Figuren in ihren diversen unterschiedlichen Themen. Insofern, das fällt nicht weiter auf. Bevor er mich fragt, ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Ich hoffe, irgendwo in diesem Karton wird mir das erklärt, weil die beiden sind definitiv nicht Barbie. Das sind andere Charaktere aus der Barbie-Welt und ich kenne die nicht. Aber wir bekommen 10 plus Accessoires und ich bin sehr gespannt auf die Schildkröte. Das sieht cool aus. Die könnte cool werden. Hier sieht man schon, was drin ist, nämlich einmal die Rothaarige mit einem Föhn-Schminkkoffer, okay. Die hier, die Schwarze mit den Schildkröten und Strandliegen und einem Buch und einem Drink, okay, zufälliger Kram. Und Bilder von den beiden. Oh, die Schildkröte möchte, auch das ist so süß. Die Schildkröte möchte auch ein Eis. Pistazie, Schlumpf und Erdbeer, meine Lieblingskombo. Und hoffentlich bekommen wir auch noch dieses Auto. Das ist hier irgendwie absolut nicht zu sehen. Und offenbar diverses Gerümpel. Also hier ist eine Grundplatte, auf der nichts draufsteht. Da ist eine Palme, die im Nichts. Ich bin sehr gespannt, was wirklich hier drin ist. 4 plus Wonder Builders. Wir haben noch nicht mal einen, aber das macht nichts. 70 Teile für einen 10er sind halt auch mal eine Hausnummer. Das traut sich Lego nicht, aber dann hat Lego ja auch keine Barbie-Marke oben drauf stehen. Convertible Beach Adventure Cabriolet Aventure à la Plage. Achso, das war ein Teil. Cabriolet Aventure à la Plage. Caro Aventuras en la Plage. Das stand hier irgendwo noch ein deutscher Titel. Cabrio Strandabenteuer. Hammer doch. Und noch diverse andere Sprachen. Sucht euch eure Liebste aus. Wir können hier gleichzeitig bauen und spielen. Was ich technisch gesehen bezweifle. Ich vermute, dass wir erst bauen und dann spielen. Aber okay, hier sind nochmal unsere beiden Charaktere. Mehr Barbie-Logos. Conjuntos de Construção. Bausets. Nabori Konstruktorov. Ja, mein Russisch ist sowas von eingeschlafen. Nochmal unser Titelbild. Mehr Bilder hier auch, wie die Puppen funktionieren. Ein paar Accessoires. Nochmal unser Titelbild. Nochmal Logos. Nochmal der Zeug im Karton und Werbung für das andere Set, das es auch gibt. Das ist, glaube ich, auch so 20 Euro oder so, also für, oder 30 für die Größe, also eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht schauen wir es nochmal an, vielleicht nicht. Wer weiß, hier ist sehr, sehr viel Text. Immer noch keine traurigen Zwiebeln, aber es ist von Mattel. Schauen wir in den Karton. Da waren uns Klebestreifen, die hatte ich vorher schon angeschnitten. Bauanleitung. Schaut uns gleich als erstes. Gott, ist das. Das ist so ein Mega-Konstrux-Ding, diese Bauanleitung so reinzukrütteln. So, ne? Erst die Sachen rein, dann die Bauanleitung. Okay, ist im Karton, kann zumachen. Ich werde das nie verstehen. Unsere Bauanleitung. Hinten nochmal Werbung. Es gibt noch ein anderes Set. Eine kleine Bäckerei. Mit einem Roller. Sehr süß. Und das Haushalt. Ist das? Nee, das ist nicht Ken, das ist auch eine Frau. Aber das ist jetzt Barbie. Passt, wenn ihr an Barbie denkt, denkt ihr natürlich auch an kleine, dickliche Kinderpuppen, ne? Natürlich. Eine Teileliste. Unsere Bauanleitung mit. Wie viel haben wir? 25 Bauschritte. Von da an vorne. Ja, hier gibt es jetzt auch Werbung für eine App. Natürlich. Wofür eine Papieranleitung, wenn man Werbung für die App machen kann. Und eine Bauanleitung, ganz wichtig, für das Eis. Holen wir mal raus. Wir haben eine Tüte, noch eine Tüte, noch eine. Das war's schon. 3 Tüten. So, Karton kann weg. 3 Tüten. Ah, die sind beide in einer. Okay, die sind doch schon zusammengebaut. Gucken wir doch mal, wie die Figuren ausschauen. Die sind ja auch gleich Tüte 1. Oh, das ist Eis drin. Ja, aber die Beilagen sprechen wir gleich auch. Da steht jetzt immer noch nicht, wer die beiden sind, ne? Nee. Ich halte jetzt einfach mal so in die Kamera, werde jetzt recherchieren, wie die beiden Figuren heißen, das hier und da einfach mal einblenden. Während der Aufnahme habe ich noch keine Ahnung, nenne die jetzt Melanie und Rebecca. Geht davon aus, dass ich das in 5 Sekunden schon wieder vergessen habe, wie ich die gerade selbst genannt habe, aber es macht nichts. Die liebe Melanie hat sogar, ist die Brille abnehmbar? Die scheint fest da drin zu sein.
Ja, die gehört fest zur. Das ist schade. Die Sonnenbrille ist nicht abnehmbar. I wear my sunglasses at night. Aber man kann die Figuren gut auseinandernehmen. Kopf, Haare auch. Kann man ihr die Haare vom Kopf reißen, ist die große Frage. Sieht nicht so aus. Das ist schade. So, Unterkörper geht. Das sieht aus wie dieselbe Verbindung wie bei Friends. Habe ich eine Friends-Puppe in Reichweite? Nee, leider nicht. Weil sonst würde ich jetzt ausprobieren, Friends Unterkörper auf diese Puppe zu packen. Das sähe bestimmt absolut absurd aus. Der Rock ist ein eigenes Teil und hier sind nochmal die Beine, die Stummelbeinchen mit den dicken Füßen. Das ist so ziemlich das Gegenteil vom Barbie-Körper, war das Ding. Aber irgendwie ist es niedlich. Ist halt definitiv für eine jüngere Zielgruppe. Ich denke mal, das ist das Gegenstück wirklich zu einem 4-Plus-Set von Lego. Stand ja auch 4-Plus drauf. So ein bisschen Duplo-Ästhetik. Sieht aus wie eine Mini-Version von der Duplo-Figur. So, die andere. Okay. Kann man ihr die Haare. Ups. Nee, die Haare kann man definitiv nicht abnehmen. So, sie hat auch. Oh, sie hat ein Barbie-Kleid. Von ihrer Freundin Barbie. Das Kleid geklaut. Sowas auch. Netter Regenbogen. Nettes Regenbogentop. Sieht eigentlich gut aus. Auch hier Stummelbeine, aber goldene Schuhe. Von hinten keinerlei Bedruckung. Hat sie von hinten Bedruckung? Weiß ich nicht, sind Haare. Oh! Nee, das ist dual molded, oder? Ist das dual. Nee, das. Nee, 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 nee. Guck mal, die Trennlinie, das ist eine Bedruckung. Das Gelb ist aufgedruckt. Und zwar komplett rundherum. Qualitativ sehr schön. So, dann haben wir natürlich unseren Kinky Kram. Spricht die liebe Melanie. Die hat jetzt Katzenohren. Und ja, das ist so. Da seht ihr es. Die hat Katzenohren. Warum auch nicht? Das ist, glaube ich, falsch rum. Das ist definitiv falsch rum. Ein Accessoire, das leider definitiv nicht auf Lego-Figuren passt, weil dieser Holm ist schlicht und ergreifend zu dick. Das passt leider nur zu diesen Figuren. Wäre cool, wenn das Lego-kompatibel wäre. Es gibt ja Lego-Katzenohren, aber trotzdem, wäre cool gewesen. So, das Eis hingegen, das können alle Figuren in der Hand halten, ob sie vom großen dänischen Hersteller sind oder nicht. Da verstecken wir jetzt einfach zwei Kackhaufen aufeinander und dann so ein Püddel und dann haben wir ein schönes großes Eis. Hier, den Rest darfst du haben, aber ich habe es jetzt schon angeleckt. Ist meins. Das ist gar nicht mal so einfach. Das Problem ist, ich versuche das halt in die Hand zu geben, das funktioniert. Und dann versuche ich aber den Arm zu bewegen. Und der Arm ist sehr, sehr starr. Ah, geht doch. Also die Arme sind wirklich fest im Gelenk. Die sind gar nicht so einfach zu bewegen. Was dazu geführt hat, ihr habt es gerade gesehen, dass ich ein paar Mal das Eis einfach aus der Hand gekloppt habe, weil ich dann halt gegen das Eis gedrückt habe und das Eis flog raus und der Arm hat sich immer noch nicht bewegt. Kleines Problem mit den Puppen, aber wenn man es einmal bewegt hat, geht's. So, hier ist noch eine Halskette. Die ist einfach nur da. Ich glaube, auf den Bildern teilweise hat die Melanie Halse an. So, komm, dann kriegst du hier noch deine Kette. So, alles klar, das funktioniert auch super. Und die scheint auch kompatibel mit Minidolls zu sein. Vermutlich nicht mit Minifiguren. Das finden wir mal eben raus. Moment mal. Wofür habe ich denn hier noch das Zeug von gestern rumliegen? So. Dunkler Lord. Nein. Nein, der dunkle Lord kann die Kette leider nicht tragen. Das ist sehr schade. Es hätte ihn deutlich sympathischer gemacht. Aber dann weigere dich halt, du Fashion Victim. Dann kriegt die Melanie das Ding einfach behalten. So, aber bei Mini-Dolls müsste es passen. Habe ich nur, wie gesagt, keine bei. Okay, das sind die. Die sind schon mal schön. Dann haben wir noch ein paar Tüten. Tüte Nummer 3. Tüte Nummer 2 ist auch. Ja, da sind die ganzen Autoteile bei. Ich glaube, ihr seht gerade das riesen Custom-Teil fürs Auto. Klare Geschichte. Und ansonsten mache ich jetzt mal eine kurze Pause und baue in der Zeit. Okay, Bauanleitung zu Tüte 1 ist durch und wir haben dieses nette kleine Autochen. Sehr kleines Ding, immer noch größer als der Polybag, aber trotzdem nur 4 Noppen weit plus Räder. Das macht insgesamt ungefähr 5,5 Noppen.
Fast alles hat dieses große Formteil. Wir sind im 4-Plus-Bereich, alles klar. Kein Ding. Wir haben die Räder. Gehen die hier auch ab? Ja, gehen auch ganz gut ab. Die sitzt noch Technik-Pin. Sprich, alles wunderbar kompatibel. Es rollt. Rollt es auch ganz gut? Das rollt gut. Ein bisschen schwer fühlt es sich an, aber es rollt eigentlich ganz gut. Bedruckte runde runde Slope hier mit zwei Herzen drauf. Hier eine bedruckte Fliese mit Barbie drauf. Ansonsten alles unbedruckt. Hier noch ein Spezialstuhl mit so einem Herzding. Okay, warum auch nicht? Könnte ich mir ganz schön vorstellen, halt tatsächlich in einem Barbie-Haus oder so. Beim Auto ist ein bisschen komisch. Die Windschutzscheibe ist noch ein schönes Teil. Das ist halt diese gebogene Form, wie wir sie auch bei Lego finden, aber auf einer Fliese aufgesetzt, damit es besser auf den Noppen hält. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das ist ein schönes Teil, das könnte Lego ruhig auch so machen. Und das ist unser Auto. So, und jetzt von den beiden setzt man rein. Die hier gehört hier rein. Okay. Sie kann natürlich die Beine nicht bewegen, aber deswegen sind sie auch so kurze Beine, dann passt es. Und gut, rechts abbiegen kann sie zurzeit auch nicht, denn sie sieht nicht, was von rechts kommt. Da ist ein riesiges Eis im Weg. Macht aber nichts. Hier hinten ist noch ein kleiner Kofferraum. Wobei, das ist tatsächlich, glaube ich, wortwörtlich ein Kofferraum. Finden wir gleich mal raus, mal eben gucken. Denn das steht nicht in der Anleitung. Aber wir haben ja noch einen kleinen Koffer. Der Koffer ist auch bedruckt. Okay, das Katzenherz ist süß. Das will ich auch als Plüschtier oder so. Nicht unbedingt als T-Shirt-Aufdruck. Dafür ist es nicht männlich genug. Aber als Plüschtier definitiv. Und, na gut, hier ist er nicht bedruckt. Das Interessante, wenn man ihn aufmacht, ist, das ist ein richtig altes Megablocks-Teil. Okay, aber sehr schön. Mit einem richtigen Scharnier. Ja, bei Lego habt ihr immer noch die Koffer so, die werden gebogen. Hier unten, da ist ein Plastikteil, wird gebogen. Und irgendwann nach 3 Jahren brechen die auch auseinander. So, was reinkommt ist ein Kamm. Kamm. Ein Föhn. Und, ja, der passt auch nur mit Mühe und Not rein. Naja, mal gucken, ob das gleich zugeht. Ich habe so meine Zweifel. Und ein kleiner Handspiegel, der leider nicht spiegelt. Das ist nur eine Folie, die so angedeutet silbern ist, die spiegelt aber nicht. Das ist deswegen schade, weil bei den alten Lego-Sets von Megaconstrux, nicht Lego-Sets, Barbie-Sets von Megaconstrux, da gab es Spiegel, die auch spiegelten. Also wirklich komplett blank poliert und spiegelten. Das war auch eine aufgeklebte Folie. Die hat funktioniert. Das hier hat nicht. Das ist einfach nur der Eindruck von Silber als Farbe. Was ein sehr schöner Buchtitel wäre für einen dramatischen Roman, der im 19. Jahrhundert spielt. Okay, passt alles rein. Kann man zumachen. Wunderbar. Und ich vermute, gerade so. Gerade so, aber er passt da rein. Man kann ihn ins Auto stellen. Wunderbar. Das ist also Tüte 1. Achso, und der kann dann noch mit einer Schleife versehen werden, die ihn dann gleichzeitig auch zuklipst. Wunderbar. Das. Auf zur Tüte 3. Okay, Tüte Nummer 3 war quasi die Kramtüte, wie ich sie einfach mal nenne. Es ist eine Menge Kram drin, der nicht wirklich ein Modell ergibt, sondern einfach in der Gegend rumsteht. Fangen wir einfach mit dem Kleinsten an. Na gut, das Kleinste ist der Trinkbecher. Netter kleiner Trinkbecher, schön, dass wir drüber geredet haben. Nächst Größeres sind die kleinen Schildkröten. Interessanterweise auch in unterschiedlichen Farben, eine hellgrün, eine grün. Und ja, sie haben aufgedruckte Augen. Okay, wirklich schlecht aufgedruckte Augen, aber aufgedruckte Augen und Nasenlöcher. Na gut, von vorne ist sie süß, sieht eher aus wie ein Chamäleon, das ist eine Schildkröte. Von der Seite sehen die halt echt komisch aus, die Augen. Ansonsten das Ding, nett gemachter Panzer. Alles ganz niedlich. Nicht so schön wie die von Lego, finde ich. Auch, glaube ich, keine Noppen. Doch, hat eine Noppenaufnahme drunter. Immerhin. Das ist bei Megaconstrux auch nicht immer so bei Tieren. Ganz hübsche Schildkröten. Die von Friends finde ich tatsächlich schöner. Aber sie sind in Ordnung. Kleine Schildkröten bei. So, das Buch. Das Buch ist nochmal ein kleines Highlight. Das Interessante ist, es ist so dünn wie so ein altes Lego-Buch. Aber gemacht technisch mit dem Scharnier wie ein neues Lego-Buch. Schön, das gibt noch mal ein bisschen Variante in meine wachsende Klemmbaustein-Büchersammlung. Und wir haben eine Innenseite komplett bedruckt. Nicht mit Fliesen drin, die bedruckt sind, nein, komplett bedruckt. Und zwar, das hier sieht aus, ich schätze mal, das ist eine Legende zu der Karte. Und hier ist noch eine Weltkarte und sowas. Lesen kann man das alles nicht. Guck gerade mal, nee, auch abseits der Kamera, das ist nichts, was man
lesen kann, aber es sieht einigermaßen aus wie Schrift. Und hier haben wir eine kleine Karte. Must-sees in Kalifornien. Das ist ganz hübsch. Also auch sehr, sehr feine Bedruckung. Ja, guckt euch einfach im Vergleich zu meinen Fingerkuppen an, wie fein das bedruckt ist. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ist ungefähr vergleichbar in der Größe, wenn es zuklappt, mit einer 2x3er Fliese. Ja, kleiner noch. 1,5x2. 1,5x2 Steine Fliese. Okay, das ist auf jeden Fall schön. Leider keine Außenbedruckung, also das Buch hat kein Cover oder sowas. Aber von innen sehr hübsch. Ist auch das erste Mal, dass ich dieses Teil sehe. Sonst kenne ich von Megaconstrux eigentlich nur diese aufgeschlagenen Bücher, wo die Innenseite ist. Jetzt kann man sie zuklappen. So, was haben wir noch? Den Hut lasse ich mal aus, der kommt gleich, denn da habe ich noch was über die Puppen zu sagen. Dann haben wir hier noch die Strandliegen, 2 Stück für jede eine, wunderbar. Die definitiv ein Spezialteil sind. Ihr seht hier, ist eine 2x2er Platte, daran hängt hier das, so eine Bar. Und hier, das ist auch noch in einem Teil, also ein Spezialteil für Strandliegen. Daran hat eine einfache 2x2er mit Clips. So, dann haben wir hier eine Kissenfliese. Ein sehr schönes neues Wort der deutschen Sprache, Kissenfliese. Und hier noch eine kleine 2x3er Platte, auf der man die Puppen halt nicht festmachen kann, es sei denn, sie stehen auf der Liege. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Wenn man ignoriert, dass halt diese Puppen dabei sind, ist das hier eine wirklich schöne Strandliege. Für eine Minifigur oder so. Nicht für die hier. Weil, keine Noppen hier. Die kann halt nur drauf stehen, was relativ sinnlos ist. Beim Auto geht es halt noch. Da ist das Zeug drumherum, da merkt man das nicht so. Bei den Strandliegen ist es kompletter Quatsch. Aber okay, meinetwegen, wir haben trotzdem ein paar einfache, aber nette Strandliegen. So, und dann haben wir das hier noch. Palme. Palme ist komplett aus Megaconstrux eigenen Spezialteilen. Die sind hier verbunden in Form einer, ja, Pin mit drumherum auf einer Hohlnoppe. Auch mal eine sehr einmalige Konstruktion. Sieht okay aus. Also ist auch wieder so ein Fall von, ich finde tatsächlich die Lego-Version schöner von einem Palmenbaum, aber wenn man ein bisschen Abwechslung haben will, einfach mal einen etwas anderen dazwischen stehen haben will, dann sind die okay. Ansonsten sind die mir zu Playmobilig. Das hat was sehr Playmobiliges, finde ich. So, das Ganze steht auf einer Herz-Grundplatte und ja, ihr habt richtig gehört, Grundplatte. Da geht von unten keine weitere Platte dran. Das ist tatsächlich eine Basisplatte. Und wer dem Kanal länger folgt, der weiß, ich mag Grundplatten überhaupt nicht. Ich will vernünftige Platten. Das ist jetzt nicht so mein Favorit, zumal es herzförmige Platten ja gibt. Wobei vielleicht bei genau das Problem, dass die herzförmigen Platten noch ein Patent drauf haben von seitens Lego und deswegen konnte Megaconstrux die nicht verwenden und musste eine Basisplatte nehmen. Das ist natürlich möglich. Trotzdem muss ich einfach sagen, die Tatsache, dass das hier eine Basisplatte ist, ohne Noppenaufnahme, und die gefällt mir nicht. Die Palme ist so ein Zwischending. Ne? Wie gesagt, es ist optisch nicht wirklich eine schöne Klemmbausteingeschichte, finde ich. Aber wenn man ein bisschen Abwechslung in eine größere Menge von Palmen bringen will, dann kann man die mal dazwischen setzen. Dann ist es okay. So, und jetzt noch zu dem Hut. Wir haben einen Hut, einen violetten Hut. Und im Zusammenhang mit dem Hut ist mir an unserer Rebecca was aufgefallen. Ha, ich habe mir die Namen doch gemerkt. Ihr seht vielleicht mit dem Hut, die Frisur ist komplett im Weg und man konnte die Haare nicht abnehmen. Man kann aber was abnehmen. Man kann ihr nämlich einfach hier die Haare ausreißen. Das sind einzelne Teile und dann hat sie nochmal 2 Teilaufnahmenlöcher da und dann kann man den Hut einfach draufpappen. Der hat keine Befestigung oder so, der wird einfach nur draufgesetzt und irgendwie ist es so ein Ding, was sich bei Megaconstrux Barbie durchzieht. Die Hüte, die kriegt man nie fest. Das war bei den ganz alten Megaconstrux Barbies, bei den kleinen dünnen Puppen schon so. Da war der Hut auch nur aufgelegt. Bei normalen Barbies ist es auch so. Die kriegt man nicht fest, weil da halt die Haare drunter und da ist keine Verbindung. Und die hier sind auch nur aufgelegt. Oh, fest genug, um sowas zu machen, aber immerhin doch noch. Also in diesem Fall durch das weiche Gummi kann man sie so stark andrücken, dass sie tatsächlich halten. Das schon, denn ein Pin oder so ist da jetzt nicht. So, jetzt kriegst du aber wieder deine Pompoms auf dem Kopf, damit du wieder ausreichend bescheuert aussiehst. Achso, kann man auf beiden
Wenn die gespiegelt gingen, wäre natürlich schöner. Aber hey, komm. Geh in die Karre und halt die Klappe. Und das ist das. Das ist das, was wir bei diesem aktuellen Mega Barbie-Geschichten für einen Zehner bekommen können. Es ist von der Menge an Plastik, finde ich es okay. Es sind halt teilemäßig sehr wenig, weil auch dieses eine Auto natürlich sehr viele Teile aufnimmt. Aber man muss in 4-Plus-Kategorien denken. Und dann finde ich, die Menge an Plastik ist okay. Schön, dass wir ein paar Schildkröten kriegen. Die Puppen sind halt echt Geschmackssache. Ich bin nicht so ein Fan. Ja, auch weil Lego ist, Duplo ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsästhetik. Und das ist sehr stark an der Duplo-Ästhetik. Aber wir sind im 4-Plus-Bereich und ich denke, da kann man diese Ästhetik auch durchaus durchgehen lassen. Natürlich hat es gerade auch vom Look nicht das Geringste irgendwie mit Barbie zu tun, die sich halt auszeichnet durch diese extrem dünnen Geschichten. Auf der anderen Seite ist mir das auch sympathischer, als wenn es eine direkte Nachbildung von Barbie wäre. Also muss man echt überlegen. Ja, was groß sensationell ist, ist es nicht. Es ist definitiv eine Geschichte gemacht für die Kinder und dann ist es in Ordnung, ist schön, ist nett. Ist das hier. Mal gucken, wie sich diese Version von Barbie bei Mega Construx schlägt. Ist ja schon der dritte Anlauf von denen, die Marke mit Klemmbausteinen in Verbindung zu bringen. Ich bin gespannt. Gibt es übrigens bei jedem Toys R Us, Toys R Us heißt nicht mehr, bei jedem Smith Toys oder bei Amazon problemlos zu kriegen. Also offenbar gehen die damit auch aktiv auf den deutschen Markt. Es sind ja auch deutsche Aufschriften überall drauf und so weiter. Bin sehr gespannt damit. Und sage damit, bis dahin und viel Spaß beim Bauen.